Dürfen wiedergeborene Christen eigentlich Halalfleisch essen oder andere Lebensmittel, die kultischen, religiösen Hintergrund haben von irgendwelchen Religionen? Theologisch gesehen definitiv ja, dürfen sie essen, denn es gibt im christlichen Glauben keinerlei Speisegebot oder Verbot, bis auf ein Verbot, das ist das Essen von Blut in jeglicher Form. Dieses Verbot ist jedoch gültig für alle Menschen aller Zeiten. Dennoch ist diese Art von Gewissensfrage scheinbar sehr alt und wird in der Bibel thematisiert. In 1. Korinther 8 geht es um die Frage, dürfen wiedergeborene Christen von dem Götzenopferfleisch essen, also von dem Fleisch, das damals den heidnischen Götzen geopfert wurde und danach verkauft wurde, dürfen die wiedergeborenen Christen davon essen oder nicht. Und Paulus unterscheidet dabei in zwei Gruppen von Christen, die sogenannten Starken, die aufgrund ihres Glaubens an den einen wahren lebendigen Gott wissen, es gibt keine anderen Götter, diese Opfer sind eigentlich wirkungslose Rituale und von dem Opferfleisch geht keine Wirkung aus, deshalb aßen dieses Fleisch in großer christlicher Freiheit. Und die zweite Gruppe, die sogenannten schwachen Christen, die aufgrund ihres Gewissens Bedenken hatten, dieses Götzenopferfleisch zu essen und darauf verzichteten und meinten, sie sind Gott schuldig, dieses Götzenopferfleisch nicht zu essen. Nun, Paulus ist theologisch gesehen ganz auf der Seite der sogenannten Starken, weil er eben weiß, es ist die christliche Freiheit und es gibt kein Speisegebot oder Verbot, wie eingangs erwähnt. Aber seelsorgerlich ist er ganz auf der Seite der sogenannten Schwachen und ruft dazu auf, aus Rücksichtnahme vor diesen Schwachen darauf zu verzichten, dieses Götzenopferfleisch zu essen. Einfach aus Rücksichtnahme. Und das ist das Prinzip, was wir in vielen diskutablen ethisch-moralischen Fragen haben, dass die sogenannten starken Christen auf ihre Freiheit verzichten, aus Rücksichtnahme vor den sogenannten schwachen Christen, die aufgrund ihres Gewissens manche Dinge nicht tun wollen. Daneben gibt es aber auch indiskutable ethisch-moralische Fragestellungen. Darüber gibt es keine Diskussion. Die sind so, wie es in der Bibel definiert ist.